aber der grinst zurecht abgefahren. Das bedeutet, sie kommen? Ach, also gut. Grüezi miteinander zum 32. Profi-Nerd-Podcast, dem blauen Pin. Heute kurz vor Weihnachten. Morgen ist schon Weihnachten. Das ist echt erschreckend, wie schnell das Jahr zu Ende gegangen ist, obwohl zwischen März und zwischen Oktober gefühlt einfach nur so eine ewig lange Zeitspanne war. Aber genug von Corona. Hallo, schönen guten Abend, Dustin. Grüezi. Ja. Oh, noch ein Schweizer, ey. Noch sicher. Wie geht's dir denn? Ach ja, eigentlich ganz gut. Nur, dass ich immer noch vor Augen habe, dass ich auch zwischen den Feiertagen noch arbeiten muss. Heute letzten Tag gehabt und jetzt kann ich mich erstmal ein paar Tage zur Ruhe setzen und dann geht's bei mir ab nächste Woche Montag wieder los. Aber sonst, ja. Und bei dir? Na, ich muss auch durcharbeiten. Ich arbeite es auch noch die Woche zu Ende, soweit wie es eben geht. Und ich lenke mich ein bisschen ab mit schönen Gesprächen über unser allerliebstes Hobby, Pferde. Nee, Quatsch, Lego. Apropos Lego-Hobby, da möchte ich ganz mal kurz einsteigen auf die Videos, die ich gedreht habe. Letzte Woche war ein Video, ich habe ja meine Top- und Flop-Videos gemacht, also die Top-10-Sets 2020 und letzte Woche waren die Flop-10-Sets. Spoiler, Platz 1 verdient. Und nächste Woche kommt ein Video zu gebrauchtem Lego, also da rede ich ein bisschen über gebraucht Lego. Warum nicht immer neues Lego sein muss. Eigentlich wollte ich schon die neuen Lego-Technik-Modelle auseinandernehmen, beziehungsweise aufbauen und euch zeigen. Aber ich habe irgendwie noch keine geschickt bekommen. Okay. Aber kommen wir zu viel erfreulicheren Dingen. Du hast bestimmt was gekauft oder gebaut, oder? Oh ja. Ja, weil ich war ja jetzt bei der letzten Folge leider nicht mit dabei, deswegen ist meine Liste da etwas länger geworden. Ja, da ja bei mir der Store um die Ecke eröffnet hat und ich gedacht habe, den gucke ich mir mal an, habe ich dort dann, um die Gratisbeigabe zu bekommen, also den Eislaufplatz, um gerade so auf den Wert zu kommen, das Assembly Square, also das Stadtleben gekauft, so ein paar kleine Dekosachen für unseren Weihnachtsbaum. Dann gab es bei Müller im Angebot die Speed Champions, da habe ich den Audi und den Ferrari nochmal mitgenommen, habe bei Rossmann die Elfen-Brickheads, also die Elfen- und Rentier-Brickheads gekauft, habe dann bei Galeria durch Zufall eine Pirate Bay mit den 25% erwischt und nochmal ein Stadtleben mit den 25% erwischt. Die habe ich dann auch noch mitgenommen. Dann gab es noch die Ironman-Werkstatt und dann gab es jetzt diese Woche bei Kaufland so eine die Storage Bricks mit der Schublade. Da hatte ich noch keinen von. Da habe ich dann auch welche von mitgenommen. Und Bilderrahmen, diese neuen, da habe ich dann auch nochmal ein, zwei Stück von eingepackt. Ja, gut. Dafür habe ich aber nichts gebaut. Zu Deutsch, du bist eskaliert mit Lego, finde ich gut. Eine Nachfrage muss ich aber stellen. Ja. Du warst im Store in Hannover gewesen und hast dafür diesen Einkaufspreis für die 150 Euro den Eislaufplatz gekauft. Aber wie wir im letzten Podcast schon gesagt hatten, es gab kein Store-exklusives Set. Ihr habt alle nur einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen, dass zwischen dem 26. und 28. ein Store-exklusives Set gibt. So um den Dreh rum. Zwischen dem 9.1. und dem 26.12. ist es, glaube ich. Okay, aber wir haben ja noch einen Lockdown aktuell bis 10. Januar mindestens. Das heißt, es wird nichts mit exklusivem Lego-Set. Das heißt, den Termin werden sie wohl wieder schieben müssen. Ja, das denke ich auch. Ja, das Einzige, was es gab, war die exklusive Fliese. Aber sonst, ja. Aber der Laden ist schön. Ja, vor allem. Wie lange hast du angestanden? Nah. Anderthalb Stunden. Ah ja. Wobei ich ja morgens noch gesagt hatte, nee, ich bin nicht so und stelle mich da in die Schlange und nee, das ist mir viel zu kalt und nee, wer macht denn sowas, wer stellt sich denn da anderthalb Stunden in die Schlange? Ja, und schwuppdiwupp stand ich nachmittags dann selber drin. Das ging nicht anders. Geschickt. Das war schön, ja. Ach ja. Ich bin noch schuldig, was ich gebaut und gekauft habe. Genau. Ich habe nichts gekauft, beziehungsweise ich habe was bestellt, aber es kam noch nicht an. Hat was mit Lego-Technik zu tun, aber es ist ein anderes Thema. Und ich habe meinen Bookshop fertig gebaut. Ich habe jetzt meine Modular-Reihe erweitert. Ich gucke mal rüber. Sehen schön aus. Nur das Haunted House passt nicht unter meine Dachschräge. Ja. Nee, brauchst den Kopf nicht neigen, das siehst du nicht so von dir aus. Schade. Ja. Es war eine sehr, sehr, sehr günstige Woche, würde ich mal sagen, oder günstige zwei Wochen. Ich war sehr entspannt. Ich war quasi das Gegenteil von dir. Aber bei mir war es, um das mal so zu sagen, auch drei Wochen, nicht nur zwei. Ist okay, ja, du hast ein bisschen länger Zeit gehabt. Aber dann würde ich mal sagen, gehen wir mal dann einfach über zum Themenblock. Es ist Weihnachten,
Wir haben letztes Mal schon gesagt, es gibt nicht so viel News, es gibt halt einfach Jahresende, kommt ein bisschen was so hergedröppelt, aber trotzdem sind zwei, drei spannende Ankündigungen rumgekommen. Aber zuerst machen wir erstmal die kleinen News. Und oh ja, die eine kleine News ist, es gibt jetzt Profinot-Tassen. Ihr könnt Tassen kaufen mit dem Profinot-Schriftzug und Logo drauf. Da habe ich ein Video gemacht, findet ihr auf YouTube bzw. unter profinot.de/merchandise. Da könnt ihr euch angucken, wie das Ding aussieht und könnt eine bestellen. Kostet 13 Euro inklusive Versand nach Deutschland. Ist ein fairer Preis, wie ich finde. Ja. Und wenn ihr Bock habt, geht mal auf die Seite oder guckt euch das Video an. Könnt ihr eine Tasse bestellen, wenn ihr lustig seid. So viel zur Eigenwerbung, so viel Zeit muss sein. Merch-Seite? Heißt das, es kommt noch mehr? Möglich. Es ist was in Planung, aber ich will erstmal die Tassen jetzt mal über rüberkriegen. Kennst du diese kleinen Wackelkopffiguren, die vorne auf dem Armaturenbrett stehen, die ganze Zeit mit dem so eine vom Profinut. Und egal, was du dann im Auto erzählst, da steht der Kevin vorne auf dem Armaturenbrett und nickt mit dem Kopf. Ich schreibe mir diese Idee mal auf. So, okay, weiter geht's im News-Thema. Ich muss dann Jonas Kramm erwähnen, seinerseits ein Iron Builder. Der hat ja diesen Iron Builder-Wettbewerb das dritte Mal gewonnen, ist jetzt ein Mega-Iron Builder. Und er hat ein Set bei Lego Ideas eingereicht. Wir haben ja schon oft über Lego Ideas geredet, was alles die 10.000er-Marke geknackt hat. Und der Jonas hat ein Set eingereicht, das auf dem Weg dorthin ist. Stand heute hat es 1.600 Stimmen, es ist circa anderthalb Wochen erst auf der Ideas-Plattform. Das ist schon sehr gut, also ich bin optimistisch, dass es noch deutlich, deutlich höher steigen kann. Hast du es mitgekriegt, ja, was er gepostet hat? Ja, natürlich. Ich habe es auch supported und meine Insta-Follower dazu aufgerufen, selbiges zu tun. Ich habe jetzt zwar nicht so eine große Fanbase wie, sage ich mal, Jonas oder Stone Wars oder ähnliche, aber ich denke, dass da jede Stimme zählt und dass das wirklich ein Set ist, was, naja, Wikinger wissen wir alle, dass das bei Lego, ich glaube, es gab mal eine Reihe und seitdem nie wieder irgendwas, außer den Wikinger aus der Minifiguren-Serie, der übrigens in dem Set 11-mal enthalten ist. Mhm. Und ja, also das Set ist mega, aber wer Jonas kennt, der weiß, dass er sowieso nichts baut, was nicht mega ist. Er hat sogar einen kleinen Mixer eingereicht bei Lego Ideas aus drei Teilen bestehend, fand ich nett. Nee, was er eingereicht hat, das ist ein Wikinger-Langschiff. Wie du schon gesagt hast, sind 11 Minifiguren drauf. Das Wikinger-Langschiff hat sogar einen kleinen Trick. Es kann den Mast, praktisch die Segel, wegnehmen. Man kann den Mast runterklappen, wieder aufstellen. Wie viele Teile es hat, steht leider dort nicht. Aber es ist ein richtig niedliches Set. Aber diese 11 Wikinger an Bord, die sehen einfach imposant aus. Würde mich freuen, wenn es noch ein paar Stimmen mehr hat. Ich packe euch den Link zu dem Lego Ideas-Entwurf in die Shownotes. Könnt ihr selber mal gucken gehen. Und natürlich auch voten. Yep. Ja. Und wenn wir schon bei Wikingern sind, gehen wir von Wikingern zu Fledermäusen. Das Batmobil hat eine Revision bekommen. Seit Kalenderwoche 47 diesen Jahres, 2020 nach Christus, wird das Batmobil in einer neuen Version hergestellt. Und zwar ist das Dach ein anderes. Früher war auf dem Batmobil-Dach, auf dem Schiebedach, eine 6x6 Fliese in Schwarz. Wir alle kennen die 6x6 Fliesen, die sind matt. Und weil sie so matt sind, wirkt es halt extrem doof auf dem glänzenden Batmobil. Deswegen hat Lego jetzt nun drei 2x6 Fliesen hinzugefügt, statt der einen 6x6 Fliese. Ja, 2x6 mal 3 gibt 6x6. Die kennen wir aus dem NES. Die war da im. Ja, ich bin ein Cleverchen, ja. Wer so einen Wackelkopf hat, der hat auch, naja. Die schwarze Fliese, 2x6, die war zuerst bei dem NES eingeführt worden. Da war die drin, die waren lange Zeit sehr teuer. Kann man aber mittlerweile bei Steine und Teile für 29 Cent bestellen, das Teil. Entweder sagt man, ja komm, ich kaufe die Teile so bei Steine und Teile, oder man funkt den Lego-Kundenservice an, die schicken einem das Coole ans Halber zu, wenn man so nett fragt. Hast du schon Bilder gesehen von Leuten, die es umgebaut haben? Von Leuten, die es umgebaut haben, nicht, aber ich habe die Bilder gesehen von dem Modell an sich, wie es umgebaut aussieht. Also das kannst du ja auch so schon kaufen. Mhm. Also, ja, weiß ich nicht. Mir ist das eigentlich, um ehrlich zu sein, komplett egal, ob da oben eine 6x6 Fliese oder drei 2x6 Fliesen drauf sind. Genau, der Staub bedeckt das sowieso, das Glänzende. Richtig. Also matt wird es mit der Zeit so oder so. Ja, das stimmt, ja. Ich habe Bilder gesehen von zwei Leuten, die es bereits ausgetauscht haben. Also das macht wirklich was her mit dem Drumherum. Und
Bei beiden Bildern war das einfach so, dass man gesehen hat, dass dieses Batmobil einfach dasteht. Der Staubfilm auf den anderen Teilen war deutlich zu erkennen. Aber sieht einfach mit glänzenden Teilen hübsch aus. Sieht wertiger aus, muss ich schon sagen. Ob es insgesamt auffallen würde, wenn man es vorher nicht gewusst hätte, was ausgetauscht wurde, weiß ich nicht. Aber es macht deutlich mehr her, finde ich jetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, dass das nie jemandem aufgefallen wäre. Aber naja. Dann sollen sie das ändern, wie sie wollen. Ich habe eh noch keins. Das stimmt. Und wenn wir schon bei Auffallen sind, es ist aufgefallen, dass es eine Brickhead-Abstimmung gab im Ideas-Programm. Man konnte aus 4 Themengebieten abstimmen. Hast du da auch mitgemacht? Nein. Nein? Um ehrlich zu sein, nein. Ich habe zwar mitgekriegt, dass es das gibt und ich fand auch die Themen ganz interessant, wobei ich nicht für das Thema gewotet hätte, was am Ende jetzt gewonnen hat. Aber nö, mitgemacht habe ich tatsächlich nicht, einfach weil ich die Zeit erstmal nicht dazu gefunden habe und dann war es schon zu spät, als ich wollte. Ja, lief sehr kurz, ne? Es haben auch nur ca. 13.000 Leute mitgemacht. Für was hast du denn abgestimmt? Was stand denn zur Auswahl und was hat denn gewonnen? Also zur Auswahl standen einmal Lilo und Stitch, Minecraft, Star Wars und Jaws. Und für selbige hätte ich gewotet, wenn ich könnte, oder wenn ich noch könnte, würde ich es noch tun. Aber gewonnen hat tatsächlich, wer hätte es gedacht, Star Wars. Oh, ich dachte, du sagst es Lilo und Stitch. Also ich hätte wirklich gerne einen Lilo und Stitch Brickhead, die würden sich so super machen neben den anderen Brickheads, die noch kommen dieses Jahr. Nee, Quatsch, ich habe für Jaws abgestimmt, ich will unbedingt einen der weiße Hai Brickhead haben. Die haben auch ja keine, die haben nur die Logos veröffentlicht oder die Filmlogos oder die Serienlogos mehr oder weniger, aber nicht gezeigt, was es für Entwürfe gab. Ein der weiße Hai Brickhead hätte mir schon gefallen. Hätte mir sehr gefallen. Ja, mir auch. Na gut, es hat als Star Wars gewonnen, na gut. Ja, kennen wir ja nicht anders. Kann man dich irgendwie versöhnen mit dem Ergebnis? Kommt drauf an, was es für einer wird. Was hättest du denn gern von Brickhead von Star Wars? Was würde dich denn glücklich machen? Puh, das ist eine vorzügliche Frage. Eigentlich so alle die Figuren, die ich gemacht hätte, gab es schon als Brickheads. Also jetzt zum Beispiel Mando oder auch Darth Vader, Stormtrooper. Stormtrooper, genau. Ich hätte gerne den Boba noch, den habe ich leider verpasst, als er jetzt, der war ja nur sehr kurz am Markt. Ja, weiß ich nicht, was fehlt mir noch? Einen Kylo Ren brauche ich nicht nochmal. Den gibt's ja auch schon. Ja, ich weiß, aber der sieht nicht so besonders gut aus. In beiden Varianten nicht. Den gab's ja sogar zweimal. Es gibt ja wenige Charaktere, die sie noch auflegen könnten, die noch nicht aufgelegt wurden. Ahsoka wäre cool. Genau, an die habe ich auch gedacht. Nee, genau, an Twi'lek. Ich wollte sagen, denk mal an Twi'lek mit blauen, weißen, kleinen Applikationen am Haar. Ja. Genau, die fehlt mir noch. Das wäre eine Möglichkeit, wenn ich jetzt im Mandalorian-Universum bin. Wir hatten ja den Mandalorian und das Kind hatten wir ja schon als Doppelset. Ich drehe mich mal um. Ja, ich stehe noch da. Und Ahsoka kam ja auch in Mandalorian vor, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass in der Star-Wars-Epoche da noch was kommt, was mit Mandalorian zu tun hat, obwohl noch sehr viele Star-Wars-Serien auf Disney Plus rauskommen werden in nächster Zeit. Aber ein Charakter, der hat mir noch ein bisschen gefehlt. Der ist blau und in einer Animationsserie zu sehen. Thrawn, oder was? Ja! Ja. Der würde mir auch noch fehlen. Der passt nämlich in dieses Universum rein, der wurde auch kürzt jüngst erwähnt in einer Serie. Hust, hust. Ja. Aber was ich eigentlich vorhin sagen wollte, mit was man dich versöhnen kann, ich wollte eigentlich auf Blumen überleiten. Ja, mit Blumen geht das immer. Ja. Aber nur, wenn es Rosen sind. Nur, wenn es Rosen sind? Tulpen magst du nicht? Nee, nicht so. Lieber Rosen. Okay, lieber Rosen. Okay. Aber nur rote. Jetzt hast du schon ausgepackt, das musst du auch weitermachen. Ja, wo ihr sicherlich schon mitbekommen habt, geht es bei uns gerade um die Rosen, dass ein neues, naja, weiß ich nicht, zählt das als Seasonal? Nee, das sind Zusatzpacks. Oh, okay, das passt auch. Gut, naja, Rosen, genau, um 2 rote Rosen mit der Nummer 40460.
keine Ahnung, ich sage die Nummern jedes Mal anders, ne, und wundere mich dann danach selber drüber, warum ich die gerade so ausgesprochen habe. Mein innerer Monk läuft gerade Sturm. Ja, meiner auch, weil 40, ich eigentlich 46, sage, weil ich eigentlich sage 40 460. Oh Gott. Ja, was sagst du denn? 40.460? Ich laufe echt gleich gegen eine Wand. 40.460. Gut, haben wir auf jeden Fall schon mal ein Thema für einen neuen Podcast im nächsten Jahr. Wie spreche ich die Lego-Set-Nummern richtig aus? ja, aber zurück zu den Blumen. Ein Zweierpack Rosen in Rot, passend zum Blumenbouquet, was nächstes Jahr auf den Markt kommt, Anfang des Jahres, sind etwa 26 cm lang. Kosten 12,99 Euro und haben 120 Teile und werden auch ab Januar 2021 im Handel erhältlich sein. Ich weiß jetzt nicht, genau, gibt es die im freien Handel oder sind das Lego-Exclusives? Das weiß ich nicht, aber die sind in diesen kleinen gelben Kartons, wie auch die kleinen Creator 3-in-1-Dinger oder kleinen Baukistchen. Wird es vermutlich erst in den freien Handel kommen. Aber allein, dass die 26 cm lang sind, passt halt zu diesem 18-plus Botanical Collection, zu dem Blumenstrauß, dass du die da dazu stecken kannst. Für 13 Euro machst du dir zwei Rosen mit rein. Wie cool ist das denn? Und dann haben sie noch mit der Set Nummer 40461 einen Zusatzpack angekündigt mit drei Tulpen, also in weiß, lila und gelb, passend auch wieder zum Blumenbouquet, 24 cm lang, 111 Teile, 9,99 Euro. Hallo? Warum schaffen sie das bei dieser Botanical Collection, bei diesem dämlichen Blumenstrauß, extra Blumen zu machen? Und für einen Arox bringen sie nicht mal auf die Reihe, irgendwie einen Zusatzanhänger zu machen. Für ein Fahrzeug, wie ein Bagger oder so. Und sie schaffen es nicht für einen, ich drehe mich mal hier um, für ein Piratenschiff noch ein Beiboot auf den Markt zu bringen. Warum schaffen sie das bei diesem Blumenbouquet? Da ist die Fanbase größer als bei Technik. Okay, hast gewonnen. Ja. Ja, weiß ich nicht. Aber das ist neue Shit bei Lego. Sachen anbieten zum Kauf, die du dir einfach in die Wohnung stellst und die verstauben. Ja, und das Ganze dann 18 Plus Collection nennen. Ja. Heißt, Haunted House benutze ich auch jeden Tag mit dem Lift, ne? Ja, ja, klar, wie sollen die denn sonst hochkommen? Siehst du, und aus dem Grund habe ich mir gedacht, ich lasse zum Beispiel meine NES oder sowas gleich eingepackt, dann staubt die gar nicht erst ein. Nee, auf einer NES muss ein bisschen Staub drauf, dass man sich daran erinnert, dass man es nochmal benutzt. So läuft das. Aber würde ich sagen, Staub ist ein gutes Stichwort. Wir kommen nämlich jetzt auch von einem etwas eingestaubten Thema zu was auch wieder jetzt in aller Munde ist. Und Technik. Zwar, das tut schon ein bisschen weh, weißt du das? Sorry. Aber das war eine gute Vorlage. Hast Briefe bitte an lego-travel-trooper auf Instagram. Lobhymnen gehen auch. Genau. Ich, oder schick Blumen. Aber worum ich jetzt die ganze Zeit herumrede, ist Building Bricks for Happiness. Wir alle sind wieder in einem kleinen Lockdown. Geschäfte haben zu, nur noch Lebensmittelgeschäfte haben auf. Alles doof. Wie schon im Frühjahr. Und dann hat der Henry von der Klemmbaustein-Lyrik gesagt, gut, jetzt reicht's mal wieder. Wir brauchen wieder ein bisschen alternative Unterhaltung mit Lego, mit Dingen, die uns Freude bereiten. Building Bricks for Happiness ist wieder an den Start gegangen. Wir nennen es jetzt alle Building Bricks for Happiness 2.0. Und es sind nicht nur die gleichen Leute dabei, die bereits im Frühjahr dabei waren. Da waren ja Lukas von Stonewalls, der Spielwareninvestor, Petzen Bricks, Gräfin Nockenstein. Space Bricks, also Marcel Space war Bricks. Dabei. Da waren ja 40 Leute mit bei, Bricks Go Wild. Und wirklich, kann ich gar nicht alle aufzählen. Steinklusiv, so viele Leute dabei. Und jetzt sind sogar noch mehr dabei. Wir haben noch mehr Leute mit bei, auch richtig kleine Kanäle, Newcomer, die noch nicht so in der YouTube-Welt drin sind, die um die 100 bis 200, 300 Abonnenten haben und die ihre Sache auch ziemlich gut machen. Und die sind jetzt auch mit dabei. Die machen auch Streams, denen sollte man eine Chance geben. In den Shownotes findet ihr den Sendeplan bzw. einen Link zu den Sendeplänen. Stonewalls.de und promobricks.de haben wir da Sendepläne aufgestellt. Und netterweise hat sich die Steinchenklemmer haben sich dazu entschieden, einen Veranstaltungsplaner zu machen, wo alle Streams aufgelistet sind, die bereits gelaufen sind und die noch laufen werden, wo man sich drauf schalten kann, so eine kleine Art Programmzeitschrift im elektronischen Format. Der Link ist auch in den Shownotes. So, genug davon und ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, ich hatte tatsächlich schon einen Stream und zwar am Montag.
mit dem Thema, was erwartet uns 2021? So einen kleinen Vorschau gemacht, was so nächstes Jahr kommt. So die neuen Sets, eventuelle Lizenzthemen, die neuen Straßenplatten, Lego Ideas und so weiter, was uns noch erwarten könnte. Und es war ein sehr unterhaltsamer Stream mit knapp 2 Stunden. Also unter 2 Stunden waren wir noch. Und es kommen jeden Tag echt spannende Themen raus. Man muss natürlich nicht alles gucken, kann man aber trotzdem. Und ich empfehle euch da mal reinzugucken. Ich habe mal in die Senderliste geschaut. Also bis Mitte Januar ist auf jeden Fall richtig viel los da. Hast du auch schon reingeschaut? Nein. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe absolut nicht die Zeit gefunden. So vor Weihnachten ist immer irgendwie sehr stressige Zeit. Oder dann diese ganze Weihnachtsbäckerei und Wohnung dekorieren und aufräumen und alles. Und ja, eigentlich wollte ich dieses Jahr noch mal eine, naja, inzwischen kann ich fast sagen, eine Inventur machen von meiner OVP-Sammlung, damit ich mir da mal so einen Überblick verschaffe. habe jetzt allerdings noch nicht mal mehr Urlaub gekriegt, weil ich einfach zu langsam war, mir den einzureichen. Jetzt bin ich halt auch die ganzen Tage dann zwischen den Feiertagen und sowas arbeiten. Aber ja, naja. Irgendwann werde ich nochmal Zeit finden und am Wochenende oder sowas oder eine ruhige Stunde nutzen, obwohl eine Stunde nicht ausreichen wird, an Weihnachten, um nochmal irgendwie so Streams, die mich interessieren nicht immer alle, wie auch beim letzten Mal, aber so ein paar, wo auch irgendwie eine klare Linie mit drin ist, wie zum Beispiel bei deinen Streams, wo die auch wirklich mit einem sinnvollen Thema sind, nicht einfach nur so drauf losgebrabbelt, um möglichst viele Leute anzuziehen, dass so eine Streams werde ich mir auf jeden Fall dann nochmal nachschauen, sobald ich kann. Also deinen zum Beispiel von Montag, gut, es ist jetzt schon 2 Tage her, aber den werde ich mit Sicherheit auch dieses Wochenende noch schauen. Der verschwindet ja nicht. Der Eröffnungsstream war ja am Freitag, den 18. gewesen, vom Henry. Ist ja noch ein ziemlich heißes Ding, also noch gar nicht mal so lange her, deswegen ist auch nicht so schlimm. Es gab mittlerweile schon einige Streams, das ist wahr. Das ist ja gar nicht so schlimm. Ich möchte aber auf einen Stream hinweisen, von den Steinchenklemmern. Die machen am Sonntag um 20 Uhr einen Lego-Jahresrückblick 2020. Da werde ich definitiv auch reinschauen. Das interessiert mich auch ohne Ende. Und vielleicht bin ich am 26. noch bei einem Technik-Stream mit bei. Mal gucken. Müssen wir mal gucken. Aber wie du schon gesagt hast, ich mag eben Dinger, die eben ein klares Thema haben, wie ein Jahresrückblick oder so, wo einfach ein schöner Talk ist von einem Thema. Bauen ist natürlich auch immer fein zwischendrin. Ja. Habe ich auch nichts dagegen, aber wie gesagt, das Programm ist gut gefüllt. Guck mal rein im Sendeplan. Lohnt sich auch dieses Mal wieder. In jedem Stream kann man natürlich nachschauen. Ist ja YouTube, verschwindet ja nicht. Wir haben ja kein lineares Fernsehen mehr, Leute. Ach so. So. Genau. Das ist hier lineares Fernsehen. Ja, ich weiß noch, wie es früher war. Wenn ich Sendung mit der Maus gucken wollte, musste ich genau Sonntag um, wie viel Uhr lief das? 10.30 Uhr? 11 Uhr? 11.30 Uhr? Ich weiß nicht mehr, muss ich genau. Muss ich genau um diese Uhrzeit vor der Glotze sitzen, um die Sendung mit der Maus zu gucken. Und heute kann ich sie 4 Wochen rückwirkend gucken. Was für einen Fortschritt wir gemacht haben. Ja, krass, ne? Das ist wie eine Bibliothek von zu Hause aus. Nein, mit Filmen. Eine Videothek, Entschuldigung. Ja, hast du früher auch so viele VHS-Kassetten oder DVDs gehabt und dachtest immer, die 300 DVDs lohnen sich in Zukunft? Nein. Wenn ihr sehen könntet, was ich jetzt gerade sehe, da hat jemand gerade einen roten Kopf und hat sich umgedreht und guckt hinter sich, wo zig kleine Scheiben in kleinen schwarzen Verpackungen warten, entstaubt zu werden. Na gut. Wir haben uns letztens tatsächlich erst mit meinem Arbeitskollegen haben wir uns darüber unterhalten, weil wir einen Azubi mit hatten, dass die das ja gar nicht mehr kennen, dass man noch vorm Radio sitzt und mit der Kassette und gewartet hat, bis im Radio das Lied lief, was man gerne hören möchte und dann auf Record gedrückt hat und um dann festzustellen, dass entweder die Kassette umgedreht werden muss oder dann kommt eine Falschfahrerinfo mittendrin von einer Verkehrsmeldung vom Lied, dann muss man nochmal wieder warten, bis das Lied kommt, um es ohne Gelabere dazwischen aufnehmen zu können, wo unser Azubi uns nur anguckt und sagt, ja, dafür habe ich Spotify. Weißt du noch, wie es früher war, wenn du einen Doppelkassettendeck hattest, wo du von einer Kassette auf die andere überspulen konntest? Und dann wolltest du im Radio aufnehmen und dann hast du die Kassette drin und dann willst du auf Record drücken und feststellst, verdammt, die ist im falschen Deck drin, ich muss die links reintun, nur da kann ich Record drücken, das andere ist nur Play. Ja. Oh. Ja. Das waren noch Zeiten. Ja. Und als man damals, als noch ein Lied im Radio kam, wie du schon gesagt hast, wenn eine Falschfahrerinfo kam und du nicht wusstest, ob diese Unterbrechung gerade zum Lied gehört oder nicht, wenn das neu war.
Naja, gut. Ich glaube nicht, dass in den Liedern, die ich damals gehört habe, dann kam mit, Achtung, Falschfahrer auf der A2. Nein, aber es wurde immer mit so einem komischen Jingle angekündigt. Dü, dü, dü. Da dachte ich schon, es gehört zum Lied oder so. Und dann war es dann doch irgendeine andere Info. Aber und dann wurde es immer 30 Sekunden vor Beenden, wurde es dann einfach abgeschalten, weil irgendwas anderes war, Werbung, keine Ahnung. Boah, das war nervig. Aber nochmal zurück zur Falschfahrer-Info. Ich habe da noch eine gesehen in unserem Podcast-Dokument. Wir haben noch eine Info über etwas, was auf der richtigen Spur fährt. Nämlich das neue Auto, was im Januar als GWP rauskommt. Das neue alte Auto. Das neue alte Auto, genau. Dann schwelgen wir mal ein bisschen wieder im Retro-Vintage-Stil und begrüßen das Vintage-Car, was uns nächstes Jahr als Gratisbeigabe erreichen wird. Und zwar... Soll. Konjunktiv. Soll, ja. Soll, ja. Ja, scheiß Konjunktiv. Ist es dieses Auto, was wir schon einmal bei einem Ideas-Wettbewerb gesehen haben, im Dezember 2019, das diesen nämlich gewonnen hat. Und ich finde persönlich, es wurde echt super umgesetzt. Zwar leider ohne Chrom, aber ansonsten... Ja, der Hofer mit Chrom, ja. Ansonsten erwartet uns da ein schönes Vintage-Car, ein schönes Cabrio mit der Nummer 40448. Schon wieder eine neue Variante. Und laut den netten Leuten von Promobricks kommt es am 1.1. für einen Einkaufswert von 85 Euro. Ja, so schaut's. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob du dich davor drückst, die Setnummer zu sagen oder nicht. Du hast dich ja getraut, 40448. Ach ja, wie du schon gesagt hast, im Dezember 2019 hat es eben diesen Preis gewonnen von diesen kleinen Modellen, dass sie auch als Ideas oder als Gratisbeigabe umgesetzt werden und haben uns immer gefragt, wann kommt das denn, wann kommt das denn, wann kommt das denn? Jetzt wissen wir es, 2021 wahrscheinlich im Januar. Und das soll nicht das einzige GWP im Januar sein, es soll noch ein zweites kommen. Ebenfalls ab 1.1. mit einem Einkaufswert von 75 Euro auf Harry Potter Artikel. Jetzt wird die Wahl wohl eng, was es werden wird. Und zwar das Monster Book of Monsters, haben wir schon drüber geredet, soll wohl als Gratisbeigabe kommen, ebenfalls gleichzeitig mit dem anderen Set. Und da bin ich mal gespannt, ob das so ist. Es können allerdings zwei Probleme geben. Zum einen, dieses Auto, das Vintage Car, ist wohl an kein Set oder keine Linie gebunden. Das wird es ab dem gewissen Einkaufswerk anscheinend so dazu geben. Und dieses Monster Book of Monsters, die 30628 mit der Setnummer, ist wohl ja gebunden Harry Potter Einkäufe für 75 Euro. Aber was kaufst du für 75 Euro? Ist ja gerade nichts mehr da im Onlineshop, der ist ja leer gekauft, auf Deutsch gesagt. Ja, das müssen wir mal abwarten, wie das ausschaut. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass mein ursprünglicher Plan war, mit dem neuen Modular das Vintage Car zu kriegen. Problem ist jetzt, dass ich zu dem neuen Modular noch die neuen Harry Potter Sets kaufen muss, um das Monster Book of Monsters zu kriegen. Ach, aber welches neue Harry Potter Set willst du denn kaufen? Die vier Klassenräume. Zum vollen Preis für 120 Euro. Obwohl es jetzt schon rabattiert gibt für 24 Euro pro Stück. Da gibt es aber einen GWP dazu. Ich sehe schon Diskrepanz. Also man kann sie schon vorbestellen bei gewissen Seiten. Ich glaube, auch bei JB Spielwand kann man sie schon vorbestellen. Yep. Ja, ja. Auf die wollte ich sowieso noch Monsters will ich unbedingt haben. Und ich will dieses Auto auch haben. Bei der Polizeistation ist kein Auto dabei, das ärgert mich nicht. Aber dieses Auto passt so schön davor, eben auch gerade wegen der Zeit. Kleiner Profi-Tipp am Rande. Wenn du Anfang Januar kaufst und es das GWP gibt, ist bei der Polizeistation ein Auto dabei. Meine ich ja, deswegen passt ja dieses Auto so gut. Das finde ich eben gar nicht schlimm, dass im Set an sich kein Auto dabei ist. Natürlich nur für die Early Adopters, die sie dann gleich am Anfang kaufen. Na gut. Aber wie gesagt, zwei GWPs wohl ab Januar. Ja, wo du eben gerade schon mal angesprochen hast, diese Vorbestelleraktion für die Harry Potter Sets bei JB Spielwaren, da wollte ich einfach mal ganz kurz einen kleinen Werbeblock einschieben. Weiß nicht, ob man das so sagen kann. Schaut da mal rein, die haben nämlich fast, ich glaube sogar alle Neuheiten, die Anfang des Jahres kommen, mit Rabatten da.
Also zum Vorbestellen. Und es gibt, glaube ich, auch Gratisbeigaben, wenn ich das richtig gesehen habe. Und außerdem sind die Jungs echt cool drauf. Also, reingucken. So, und zurück zu den GWPs. Ja, kann ich empfehlen bei JP Spielwaren. Das ist wohl wahr. So ungemein nützlicher Werbeblock zwischendrin. Den Laden haben sie auch zumachen müssen. Die haben einen Laden nur öffnet, aber aufgrund von Corona müssen sie, glaube ich, geschlossen halten, weil es keine Sachen des täglichen Bedarfs sind. Aber einen Online-Shop haben sie auch noch, wie bei Amazon. Das ist halb so wild. Das verstehe ich nicht. Das ist täglicher Bedarf. Oder das sieht die Politik ein bisschen anders. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Lego-Stores zu haben. Das sind Sachen des täglichen Bedarfs. Das ist wohl. Es gibt für alles Zielgruppen. Das stimmt. Apropos Zielgruppe. Erwachsene Lego-Fans sind eine Zielgruppe. Wie jüngst bekannt wurde, ist es ja so, ich fange mal anders an. Wenn ein Lego-Ideas-Set-Vorschlag 10.000 Stimmen erreicht, kommt es in eine Auswahl rein und die Auswahl sagt dann ja, die Lego-Designer gucken sich das an und ein oder mehrere oder sogar gar kein Set davon wird umgesetzt. Und wenn jetzt zum Beispiel aus einer Review-Runde 12, 13 oder 30 Sets sind und 1, 2, 3 umgesetzt werden, fällt der Rest hinten runter und das war's. Aus dem Haus kommt nicht mehr, muss man ein bisschen warten, bis die Anleitungen überhaupt veröffentlicht werden dürfen. Und jetzt wurde das Bricklink AFOL Designer Program ins Leben gerufen. Kurz ADP, aber nicht so wirklich merken, der Name ist nicht final, das ist einfach jetzt nur die hippe kurze Abkürzung, AFOL Designer Program. Das ist ein Projekt, das jetzt im kommenden Januar starten soll. Der Januar ist generell voll von coolen Sachen. Die Idee ist, diese abgelehnten Entwürfe der Ideas-Welt neu zu eruieren und eventuell auf den Markt zu bringen. Das soll erstmal eine einmalige Aktion sein, die hat gewisse Regeln, zu denen komme ich gleich. Und es kann jetzt auch keine Einreichung jetzt gemacht werden, dass die noch in dieses AFOL Designer Program reinkommen, denn die Einreichungen stehen ja bereits fest. Lego behält sich auch vor zu sagen, ob es noch weitere Runden, eine dritte oder vierte geben wird, wo andere Sets nochmal reviewed werden oder andere mit reinkommen. Und die Kriterien an sich klingen relativ cool, wie ich finde. Ja. 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 An sich schon. Also ich finde es gut, dass dann die Sets, die ja eigentlich zum größten Teil alle super waren, also sonst hätten sie ja auch nicht die 10.000 Stimmen erreicht, noch die Chance hatten, oder noch die Chance haben auf eine Veröffentlichung, sage ich mal, quasi. Und vor allem Überarbeitung durch Lego. Ja, wobei eine Überarbeitung manchmal nicht unbedingt viel Besseres mit sich bringt, sondern einfach nur für Lego einfacher ist oder freundlicher. Also jetzt mal davon ab, dass ich die Pirate Bay mega finde, so wie sie ist. Aber ich fand sie auch top, wie sie war, als sie eingerichtet wurde. Das stimmt, der Originalentwurf war gar nicht so übel. Ja. Ja, aber wo wir schon bei Kriterien sind, da gibt es ja dann auch die Kriterien für eine Umsetzung des AFOL Designer Programms. Und die sind quasi, zum heutigen Standpunkt, dass es weniger als 3 Jahre abgelehnt, also dass Lego quasi noch die Rechte an den Einreichungen hält, dass es keine Lizenzthemen sind, keine offensichtlich aufwendigen neuen oder alten Teile, also ich denke mal, dass sie da von irgendwelchen Spezialsteinen reden, die bei Steine und Teile so um die 5-6 Euro liegen oder so, keine Ahnung. Vor allem, es wird jetzt kein Planet Express Raumschiff kommen, wo ein Homer Simpson Kopf mit beiliegt als Gimmick oder so. Ja. Schade. Keine Dinge, die die Lego-Produkten oder Themenwelten intern die Konkurrenz machen würden. Das ist zum Beispiel, als Beispiel die ganzen Modular-ähnlichen Häuser, die den Modular Buildings an sich jedes Mal eine Konkurrenz machen und wo es einfach nur Verschwendung ist, die bei Ideas einzureichen, weil die eh nicht umgesetzt werden, statt einfach die Anleitung zu verkaufen. Das muss ich ganz kurz noch einwerfen. Da immer so viele Ritterburgen oder generell coole Burgen mal durchkommen oder Mittelalter-Sachen durchkommen, wenn jetzt keins davon in den Review-Prozessen ist, heißt es, dass Lego damit eine Themenlinie irgendwann kommen wird? Mal gucken. Interessant ist, dass allein im Jahr 2020 50 Einreichungen, die 10.000 erreicht haben. Und davon sind aber auch einige Lizenzsets, da sind ganz viele andere Sachen mit bei, die eben diese Kriterien nicht erfüllen.
Und Stone Wars hat dann eben herausgerechnet, dass demnach 13 Sets übrig bleiben, auf die die Kriterien zugelassen oder zutreffen, dass die Sets für eine Prüfung unterzogen werden können, dass sie praktisch in diese Runde kommen, in die zweite Runde, dass sie überarbeitet werden können und. Und die 13 Sets sind jetzt Sets, wo ich sage, da ist, sind wirklich nur zwei dabei, wo ich sage, gib mich das Set. Und es ist nicht ganz so toll. Ich fange mal an. Wir haben das Chemical Plant. Wetten, ich weiß eins von denen, die du nehmen würdest. Wie bitte was? Wetten, ich weiß eins von den Sets, die du nehmen würdest, sofort. Den Kakapo. Nein, wir fangen von vorne an. Wir sind beim Chemical Plant. Das wurde im 2018 abgelehnt. Hat 1900 Teile, ist halt ein eine Chemiefabrik. Ist jetzt weniger spektakulär, hat aber so einen kleinen Mikro-Modular-Stil. Das habe ich supported. Aber haut mich jetzt nicht so wirklich vor in den Socken. Das habe ich supported. Okay. Das finde ich gut. Das nächste klingt viel besser. Hat mit Essen zu tun. Habe ich auch supported. Das sind die Foodstand Diners. Drei kleine Imbissbuden, die mega genial in irgendeiner Fußgängerzone oder in einem Amusementpark, also Vergnügungspark oder sonst irgendwas aussehen. Und ja, die habe ich damals auch supported. Die sind auch von 2018, also wie die Chemiefabrik. Die würden halt voll zum Fairground-Set passen oder zum Karussell oder zur Achterbahn. Ja. Aber uns fragt ja keiner. Und da, bei sowas könnte ich mir auch vorstellen, das wäre eigentlich ganz cool, wenn sie so, weiß ich nicht, sie bringen nochmal so ein großes Set raus, wie, also hier für ihre Fairground-Collection und schmeißen eine von diesen Buden oder sowas als GWP dazu. Okay, das denn mal ganz kurz. Wie lange bist du bereits mit Lego verbandelt? Wie lange verfolgst du Lego schon? Darf ich nicht auch mal von irgendwas träumen? Aber du Lego träumst, Modularität, das ist jetzt so abwegig, außer bei den dämlichen Blumen. Ja, genau. Und wer hat vorhin darüber gesprochen, dass er gerne einen Anhänger für seinen Arox hätte? Wir träumen doch gerne. Natürlich wäre das cool, wenn du für deine kleine Stadt oder so kleine Imbissbuden hättest. Beim neuen Modular-Building bei der Polizeistation ist auch so ein kleiner Zeitungsstand mit im Modular verbaut. Und ein Donutladen. Gar nicht klischeehaft, aber ein Donutladen. Genau, und ein Zeitungskiosk ist ja auch auf der rechten Seite. Ja. Mhm. Na gut, kommen wir zum nächsten Set, das abgelehnt wurde. Das ist Anatomini. Das ist ein halb Lego-Minifigur, halb Skelett, das sich so in der Mitte teilt, wurde 2019 zurückgewiesen. Ist ein ziemlich krudes Modell. Bisschen strange ist es auch nicht mein Ding. Eine coole Idee, muss ich sagen, aber die Umsetzung wird mir ein bisschen mehr Angst machen, als dass ich es mal in der Wohnung stehen hätte wollen. Ja, das stimmt. Ja, das ein weiteres Set ist der Kakapo. Das ist jetzt, wie man natürlich vom Namen schon hört, ein Vogel. Hat 473 Teile, ist auch von 2019 und sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das meine erste Wahl wäre, was ich kaufen würde, wenn es kommt. Naja, das Ding ist in Leimfarben und ein bisschen olivgrün. Das sieht aus, als ob man den Land Rover Defender und den Lamborghini Sian gemeinsam in eine Presse gedrückt hätte. Und das kommt dabei raus. Es war ein Unfall. Was kein Unfall ist, ist Pursuit of Flight von J.K. Brickworks. 400 Teile, super nettes kleines Technikset, wo ein kleiner roter Baron einen anderen, womöglich anderen Flieger jagt und hinterherfliegt. Auch motorisierbar, die bewegen sich schön und wippen schön hin und her. Auch 2019 abgelehnt. Für mich persönlich ein Highlight-Set. Dieses Set hätte ich gerne. Ist wirklich einfach zu rebricken, ist gar nicht so schwer. Aber allein die Tatsache, dass es von Lego kommen könnte, wird mich sehr glücklich machen. Und jetzt kommen wir in die Serie, wo wir schon, ich glaube, das sind jetzt fast alles ab sofort, also Pursuit of Light ist schon das erste gewesen. Jetzt kommen alle Sets, die wir schon in unserem Podcast besprochen haben, glaube ich. Ja doch, das sind jetzt alle. Mach du mal weiter mit dem schwimmenden tollen Teilchen. Dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ist auf jeden Fall ein... Bayerisch, gell? Das Huska, gell? Ah, ja, gut. Wenn man das Bayerisch ausspricht, dann geht's. Das Huska. Ja, dann das Huska, das ist ein Kriegsschiff, wie ich das erkenne, auf dem kleinen Bildchen. Ist leider ein bisschen klein, das Bildchen, aber es ist ein Kriegsschiff, finde ich persönlich nicht so schön. Schon allein, weil es ein Kriegsschiff ist. Und
hat 2990 Teile und wurde ebenfalls 2019 abgelehnt. Wird, glaube ich, aber nicht kommen, weil es gegen die Prinzipien der Rüstungsgegner verstößt, die ja auch schon geschafft haben, im Endeffekt die Osprey zu verdrängen. 42113 Lego Technik Osprey V22. Ja, der Gemüsehobel. Grüße an Valulis. Das nächste Set wurde ebenfalls 2019 abgelehnt. Das ist das Winterchalet. Ein Modular Building. Ein Haus mit schneebedecktem Dach. Bisschen Schnee auf den Treppen. Einfach ein Haus irgendwo, das im Berg stehen könnte. 2600 paar zerquetschte Teile. Sieht ganz schick aus. Könnte so aussehen, ich möchte das nicht gemein sein, aber es ist prädestiniert dafür, dass eine gewisse andere Firma das als Rebrick bringen könnte in einer eigenen Serie. es ist ein nettes Set, aber jetzt auch, ich finde es zu wuchtig, zu groß und es passt nicht in eine modulare City. Ja. Ja, und für die Wintersets ist es auch zu groß. Ja, das ist ein Riesenbrocken, 2600 Teile, mein Gott. Und jetzt machen wir das nächste Set, das ist auch ein Set, was ich unbedingt gerne haben wollte, wo ich dachte dass es gewinnt. Es hätte auf jeden Fall gute Chancen gehabt, weil es für mich das, was Ideas ist, eigentlich ganz gut widerspiegelt, nämlich das Clockwork Aquarium. Also ein schönes Aquarium mit einer kleinen Kurbel an der Seite, wo man dann dafür sorgen kann, dass die Fische da drin rumschwimmen. Sehr geil, finde ich persönlich mega. Da gehe ich auch komplett mit dir mit, also das ist ein Set, was ich gerne haben würde. Auch als Rebrick von mir aus, das wäre mir egal, hat 542 Teile und wurde ebenfalls wie die davor genannten auch schon in 2019 abgelehnt. Das Coole bei dem Set ist ja wirklich, dass es ein kleines Set mit wenig Teilen ist, dass es einfach diese Ideas-Idee transportiert, wo einfach eine schöne Idee dahinter ist, wo ich wirklich dachte, das wäre genau das. Und wo ich auch, das ist genau derselbe Mechanismus, genau derselbe ist falsch, das ist ungefähr der Mechanismus wie bei dem NES-Set, in dem der Mario auf einem Stiel umherwippt und der Hintergrund dreht sich und anstatt, dass der Hintergrund sich dreht, sind da die Fische, die sich im gleichen, mehr oder weniger, Kreis bewegen. Das sieht einfach nur niedlich aus. Das nächste Set, das abgelehnt wurde, ist eben im Jahr 2020, im Januar, ist die Retro Bowling LA, ein Kegelzentrum, breit, flach und ich weiß nicht, warum es jetzt 10.000 erreicht hat. Mein Geschmack ist es nicht mehr ganz aufmachen, es sind Bowling Lanes drin. Aber ja, von außen sieht es halt aus, als ob es ein Vierjähriger gebaut hätte, um mal jemand anderen zu zitieren. Und der Designer würde dich für den Satz, das ist die Retro Bowling Alley, ein Kegelzentrum, würde er dich wahrscheinlich mit der Rute ums Haus jagen. Er würde mich mit der 18-Pfund-Kugel, mit der Dreilochkugel erschlagen. Ja, pass mal auf, dass er nicht da noch eine Pumpe wirft, du. Machen wir das nächste Schiffchen. Ja, das nächste Flaggschiff. das gab es auch im Januar 2020. Hat so in etwa, oder weiß man nicht genau, um die 1500 Teile, ist ein großes Fishing, also ein großes Fischerboot. Finde ich ist auch echt cool vom Stil her und würde, wenn es von der Größe und von den Proportionen her ein bisschen besser passen würde, auch super zum alten Angelladen passen. Ja. 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 Ist auch das ist quasi das Schiff der Pirate Bay, als es noch ein Schiff war, bevor es gecrashed ist und zum Angeladen wurde. Hä? War das jetzt zu hoch? Ist egal. Ist nicht schlimm. Gehen wir mal rüber zum nächsten Set. Die sind wir immer noch im Januar 2020. Historically Accurate Rome. Das ist so ein kleines Set. Es sieht aus wie ein kleines Stück aus Ben Hur. Es hat ein kleines, großes, langes Set, das einfach das historische Rom nachstellt, wo ich auch wenig Hoffnung habe, dass es kommt. Wir haben das Kolosseum bekommen, das würde überhaupt nicht dazu passen. Sogar eine überarbeitete Fassung nicht. 2800 Teile. Ja, manche Sachen schaffen es aufgrund von gewissen Kriterien da rein, aber dem würde ich nicht so hohe Chancen ausrechnen. Dem nächsten Set würde ich umso mehr Chancen ausrechnen, weil sein großer Bruder hinzugekommen ist. Hey. Also, ja. Es geht um die Hausruine.
die du meinst, die ebenfalls im Januar rausgeflogen ist. Mit 2200 Teilen, so roundabout. Die eigentlich aussieht wie das Winterchalet in Ruine. Ja, aber viel kleiner. Ja, ein bisschen kleiner. Aber ich verstehe trotzdem nicht, was du meinst mit dem großen Bruder. Wir bekommen doch eine mittelalterliche Schmiede, die einen ähnlichen Baustil hat. Aber in Heile. In Heile, ja, aber das kommt auch in diesen Stil hin, mit diesem ähnlichen zerstörten Dach und mit den zerstörten Ziegeln und so. Ich finde, das wirkt ziemlich ähnlich. Okay, ja. Kurz verwundert. Aber ich fand das Ruined House auf jeden Fall richtig cool. Die Bautechniken sahen interessant aus. Ja, das auf jeden Fall. Bloß ich finde es auch ein bisschen zu groß, glaube ich. Also von den Proportionen her. So, und es sieht für mich aus, wenn man durch die Bruchstelle in der linken Hauswand guckt, als wäre es hinten offen. Das war ja offen, ja. Das war offen gewesen. Und das würde mich auch wieder stören. Dann hätte man das auch so machen können, dass die hintere Hälfte des Hauses so runtergekracht ist, da so ein Schuttberg liegt und sowas. Dann macht ein Profi-Tipp. Kauf zwei davon. Kauft noch das Winterchalet dazu und baut das eine so und so, und dann kannst du es drehen, wie du willst, und du hast entweder hast du das Winterchalet in Heile oder in kaputt. Genau, dazu noch die City-Feuerwehr, einmal normaler Zustand, einmal abgefackelter Zustand. Passt sehr gut. Wir schaffen hier wirklich neue Möglichkeiten. Ja, und das ist doch Ideas. Ja, ne, Lego Ideas. Und das Letzte, was noch an diese Riege fällt, ist der Wasserfall, haben wir auch drüber gesprochen, wo so eine Technik drin ist, wodurch so Transparentteile mit so einem kleinen Lift, so kleine 1x1-Teile runter und hoch befördert werden, dass es ausschaut wie ein sich echt funktionierender Wasserfall. 2500 Teile, ist auch 2020 rausgeflogen im Januar. Und ja, auch ein sehr nettes Set, dem ich aber nicht so viele Chancen eröffnet habe, aber die Idee auch eine coole ist. Ja, die Idee ist cool, ist auch gut umgesetzt, finde ich, aber ja, weiß ich nicht, ich glaube auch nicht, dass das große Chancen hat. Aber ich habe schon meine zwei Favoriten jetzt rausgehauen. Was wären denn deine Favoriten? Wenn du zwei Sachen sagen müsstest, wo du pickst, wo du sagst, dieses Set hätte ich gerne, das wäre super, wenn die rauskommen würden. Meinst du jetzt die ich gerne hätte, oder die, denen ich realistische Chancen ausmale? Weil das ist Unterschied. Die von den 13, die wir gerade durchgegangen hätten, die du gerne hättest. Wir wissen alle, dass realistische Chancen nicht das ist, was Lego mit uns macht. Also demnach die, die du gerne hättest. Die Chemiefabrik und die Foodstände. Okay. Wobei ich den Foodständen auch realistische Chancen ausmale. Der Chemiefabrik nicht. Das ist richtig. Ja. Realistischen Chancen richte ich da wirklich gerade nur einem Set welche aus. Und da wurde ich letztes Mal auch enttäuscht mit dem Aquarium. Na gut. Da würde ich sagen, beenden wir mal diese Lego A4 Designer Program Geschichte. Also für mich klingt sie mega spannend. Ich finde die Idee super, dass sie überhaupt mal in diese Geschichte gehen, auf die Community hören und sagen, liebe Community, was wollt ihr denn? Und die Community sagt, wir wollen einfach mehr für erwachsene Lego-Fans, wir wollen mehr ernst genommen werden, wir wollen mehr Plattform haben. Dann hat Lego gesagt, cool, wir bringen zig 18-Plus-Sets raus, fresst und stirbt. Und jetzt haben sie gesagt, ja, aber es wäre doch cool, wenn noch ein paar andere Leute mehr Chancen haben, die so coole Sachen gemacht haben. Und ich finde es gut, dass sie da auf diesem Weg jetzt noch versuchen, noch einiges auf den Markt zu bringen, das eben nicht so, das eben auch die Chancen hatte und wirklich auch coole Entwürfe dabei waren. Mal gucken, was es noch bringt und ob es eine dritte oder vierte sogar Runde gibt. Mal gucken. Bin gespannt. Wäre nicht schlecht. Also man kann so auf jeden Fall den Leuten, die da wirklich sich Gedanken drüber machen, die auch nicht nur einen, also so zum Beispiel J.K. Brickworks, der reicht ja nicht nur einen Entwurf ein, der macht sich ja regelmäßig da einen Kopf drüber und reicht da super Sachen ein. Also so kann man denen, finde ich, auch nochmal eine richtig schöne Anerkennung geben, dass man sich damit halt nochmal befasst. Gut, aber kommen wir weg von Ideas. Und gehen in ein weitaus interessanteres Thema, was euch alle mitreißen wird, wie mich. Ich wollte auch gerade überleiten, ich war nämlich immer noch fasziniert von diesem Aquarium. Ich habe mir gerade einmal das kleine GIF angeschaut, wie dieser Fisch da drin schwebt. Ich finde es so faszinierend. Ich habe so Bock auf dieses Set. Aber wenn wir bei Technik sind, du legst dich schon mal hin und schläfst eine Runde, solange ich hier eskaliere. Es geht um den Technik-Buggy 42124. Er legt sich jetzt wirklich hin. Das ist dieser
Control Plus Buggy. Das sind bereits erste Reviews online. Und zwar hat die Klemmbaustein-Lyrik, der liebe Henry hat das Ding bereits getestet, und der Sariel, die haben es aufgebaut und sind damit gefahren. Gleich dazu mehr. Wie ich es gerne nenne, die Hard Facts zu dem Set. 374 Teile, also fast 100 Teile weniger als dieser dämliche Control Plus Top Gear Wagen. Und kostet genau das gleiche, 130 Euro. Dafür, dass dieses Auto weniger Teile hat. Teilepreis von 33,8 Cent. Zum Vergleich, des Top Gear Auto hat er 463 Teile und demnach einen Teilepreis von 27,3 Cent. Also das ist schon eine Hausnummer. Dieses Set hat genauso wie das andere ein Control Plus Hub und zwei Motoren. Eine für die Lenkung und eine für den Antrieb. Hat sich also nicht viel geändert. Einzige Änderung ist, dieses Ding ist gefedert. Vorne und hinten jeweils zwei Federn. Das ist so die einzige Verbesserung. Aber dafür den Preis, das finde ich schon ein bisschen happig. Was sagst du denn dazu? Gut, machen wir weiter. Entschuldigung, ich muss erstmal wieder aufwachen. Ich habe irgendwie, wenn ich mir das Bild von dem angucke, habe ich ein anderes Set vor Augen, was ich früher als Kind hatte, was auch ferngesteuert war. Das suche ich gerade nebenbei hier so ein bisschen. Ja, sonst, ich weiß nicht, man kann mich zwar mit Technik auch irgendwie ein bisschen begeistern, aber ich bin dann doch eher so der Fan von so Modellen in Richtung des Ferraris oder von dem Porsche RSR in Weiß. So eine Modelle, die einfach nur stehen und gut aussehen. Oder so der Mack Truck zum Beispiel. Verstehe ich. Also, ich weiß nicht. Klar wollen sie damit vielleicht noch irgendwie andere Zielgruppen ansprechen, so, weiß ich nicht, die Kinder wünschen sich zu Weihnachten ein ferngesteuertes Auto, die Eltern wollen gerne was von Lego schenken, dann ist sowas natürlich eine gute Wahl, wobei ich finde, dass der Preis für ein Häkchen ferngesteuertes Auto ein bisschen teuer ist. Ich möchte es sowas gleich mal aufgreifen. Ja? Wie mit dem Track Racer oder dann diesem Stunt Track Racer. So in diese Kategorie. Die waren ja für ihn genau. Super gewesen. In so eine Kategorie ordne ich die ein. Ja. So vom Typ her, so ferngesteuertes Auto, aber dass sie jetzt halt einfach unverschämt teuer werden. Ja. Aber das mit dem draußen rumfahren, mit dem Ersatz für einen Rennbuggy oder so, für ein ferngesteuertes Auto, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Da habe ich nämlich auch noch zwei, drei Dinge zu rupfen mit dem Set. Zum einen möchte ich noch erwähnen, dass neue Teile verbaut sind. Diese Trapez-Panels, diese großen, sind in der neuen Farbe drin. Die sind in so einem Bright Pink drin, oder ist es pink? Jedenfalls eine komische pinke Farbe. Ist neu, dieses Teil in der Farbe, wie bei dem kleinen Flugzeug in Türkis auch. Ich glaube, die heißt Belego Magenta. Magenta? Da. Und die Reifen sind neu. Also nicht die Felgen, sondern die Reifen. Die sind neu wohl, die habe ich so noch nicht gesehen. Und was mir positiv auffällt, und was Positives über das Set zu sagen, mir fallen da die blauen Pins nicht auf. Guck mal hin, da sind schwarze Pins verbaut, da sind graue Pins verbaut, da sind ganz viele schwarze Pins verbaut. Hinterm ersten Vorderreifen. Verbaut, aber die blauen Pins fallen wirklich nicht auf. Das liegt erstens an der Farbe und zweitens, weil wenig blaue Pins verbaut sind. Warum also mir fallen das gleich bei dem Set? Vier stechen mir direkt ins Auge. Ja, aber wo hinterm, sind die? Die sind türkis verbaut. Hinterm Vorderreifen. Ja, gut. Und dann über den beiden magentafarbenen Panels ist ein grauer Liftarm. Da guckt einer vorne raus, direkt vorne an die Front. Ja. Dann hast du vorne in der Front ein graues Panel, wo unten weiß drunter ist, wo zwei blaue Pins drin sitzen. Dann hast du hinten die Radaufhängung, da guckt ein blauer Pin ganz offensichtlich oben raus. Also blaue Pins stechen sofort ins Auge. Ja, aber das Ding ist türkis. Da fällt das Blau fast gar nicht auf. Das gehört einfach zum Designelement dazu. Das ist doch super. Da macht es Sinn. Ich finde, es ist nicht so verkehrt. Und bei den lila oder pinken Panels haben sie es geschafft, schwarze Pins zu verbauen. Und da guckt kein Blau hässlich hervor. Finde ich gut. Muss ich sagen, das haben sie schön gemacht. Einmal. Zum anderen soll das Ding schneller sein als das Top Gear Rally Auto. Das Top Gear Rally Auto fuhr ungefähr 3 Stundenkilometer schnell. Dieses fährt zwischen 4 und 5 Stundenkilometer. Also jeder, der ein ferngesteuertes Auto hat, der weiß, dass so ein Ding mal locker 20, 25 fahren kann. Richtig gutes. Wenn man so in die Preisklasse 100 bis 130 Euro geht, die können schnell werden. Also das ist, ja, wir befassen uns immer noch mit Kinderspielzeug. Das hat auch noch so eine kleine Alibi-Antenne, wo hinten rausguckt, dass es aussieht wie ein ferngesteuertes Auto, obwohl es keine Funkwellen verwendet, sondern Bluetooth. Also alle 10 Meter müsst ihr hinterherrennen, sonst verliert es die Verbindung. War bei dem Top Gear Auto auch so.
Deswegen sind die auch nicht so schnell, damit du besser hinterherrennen kannst. Das ist ein super Punkt. Bingo. Und wir haben ja auch keine Fernbedienung mit bei. Du musst es übers Handy machen, wieder mit so einer dämlichen Steuerung über so ein. Also normal ist es so ein Drehrad, dann so eine Fernbedienung, um die Geschwindigkeit zu machen. Und das ist eben auf der App assoziiert. In der App ist auch noch so eine Ingame-Challenge, die ist für ein ja, ich sag das Wort jetzt nicht. Die ist doof. Und mit dem Gamepad wird das Ding, oder mit einer richtigen Fernbedienung, wird es viel mehr Spaß machen. Ich habe ja schon so viel Anleitung gemacht, wie man... Die ist für einen Alltag gut geeignet, oder? Richtig, ja, die ist für ein junges Alter gut geeignet. Ich habe ja schon so viel Control-Plus-Tutorials gemacht, wie ihr die mit einem Controller verbinden können, wird sich an dem Stand auf jeden Fall lohnen. Und das Ding, wie gesagt, kostet 130 Euro. Probier doch das Set einfach mal mit so einer Fernbedienung. Mit ja, so einem Rad dran. Genau, braucht man halt eine Fernbedienung, die das Bluetooth Low Energy hat und dann mal gucken, ob man das koppeln kann. Ich werde den Buggy kaufen, wenn er noch ein bisschen günstig ist. Man kann, das Dämliche ist ja, der kostet bei Lego UVP 130. Man kann ihn jetzt schon vorbestellen bei zum Beispiel, wie du gesagt hast, JP Spielwaren für 110 Euro. Also das Ding wird auch noch unter 100 rasseln. Da bin ich wie beim Top Gear Auto. Da bin ich 100% von überzeugt. Und zwar und ich recht schnell. Auch, ja, recht schnell. Und ich würde noch mal ganz kurz auffassen wollen, was du gerade gesagt hast. Angenommen, du bist ein Kind und wünschst dir dieses Ding zu Weihnachten, dann hast du voll Bock, mit dem draußen zu fahren. Es wird keine weiße Weihnachten geben nächstes Jahr, es wird zu warm werden, sei es drum. Du wirst dieses Ding aber zusammenbauen, Heiligabend noch, und wirst noch abends im Dunkeln fahren wollen, spätestens am 25. willst du morgens irgendwo im Garten oder im Park bei 5 Stundenkilometer nebenher hetzen, bis der Handy-Akku leer ist, bis das Ding da rumfährt. So, da wir keine weiße Weihnacht wahrscheinlich haben, ist das Boden matschig und weich und so weiter. Und das Ding fährt dann durch den Matsch, durch Dreck und so weiter und so fort. Die Dinger sind nicht wasserfest, die Motoren liegen offen. Das ist eins, also in die Pfütze fahren ist schon mal doof. Wird bestimmt auch im Handbuch irgendwo erwähnt werden. Das zweite ist, hast du schon mal ein Set von Lego Technik genommen, wo du zum Beispiel durch den Matsch durchgefahren bist? Hast du schon mal gereinigt? Ja, tatsächlich. Die sind scheiß 4x4 Crawler. Damit bin ich über den Acker gefahren, um zu gucken. Macht das Spaß? Macht's nicht. Nein, macht's nicht, aber der hatte recht. Also der hatte recht beschissene Reifen, der Buggy, aber der 4x4 Crawler, der hatte wenigstens noch so einigermaßen... Die Ballonreifen. Ja, genau, die waren noch okay zum Reinigen. Und woanders hatte ich zum Glück, weil es trocken war, nichts dran, aber halt ein bisschen was an... Ich spreche nicht mal von den Reifen, weil das Zeug spritzt ja auch an die Liftarme unten drunter. Um das sauber zu machen, muss das Ding auseinandernehmen und die Waschmaschine packen. Also das wird echt ekelhaft, das wird echt doof werden. Klar, Lego kannst du einfach reinigen, aber kaufst du für 30, 40 Euro so ein normales Ding, so einen ferngesteuerten Buggy irgendwo, da spritzt du im Gartenschlauch ab, da passiert nichts und dann geht die ganze Geschichte wieder weiter. Also nicht, dass ich das machen würde bei den Autos von meinem Sohn und so, aber es funktioniert. Jetzt habe ich dieses Bild. Erstmal hatte ich eben gerade das Bild im Auge, wo du gesagt hast, das wird bestimmt in der Bedienungsanleitung stehen, dass man da nicht mit durch Pfützen fährt. Steht denn da Modell does not float? Oder wie bei den ganzen Schiffen, die sie haben? Oder und jetzt habe ich dieses Bild von dir. Deutscher Hersteller. Da steht drauf, bitte fahren Sie vorsichtig. Blinken Sie beim Abbiegen. In der Straßenverkehrsordnung ist nicht vorgesehen, durch Pfützen zu fahren. Nee, und jetzt habe ich das Bild von dir vor Augen, wie du da stehst mit dem im Garten, die ganzen Hot Wheels Autos von deinem Sohn nebeneinander aufgereiht und du stehst da mit einem Hochdruckreiniger und machst die Naronasau. Schick dir mal ein Bild davon, das gibt's wirklich. Doch, jetzt würde ich sagen, jetzt sind wir durch den News-Themen durch. Wir haben noch länger gequasselt, als ich gedacht habe. Obwohl nicht so viele News da waren, haben wir doch uns zeitlich verquasselt. Aber ein Thema müssen wir noch ansprechen, bevor wir jetzt Tschüss und frohe Weihnachten sagen. Die Retro-Ecke sind wir schuldig. Da habe ich mir gedacht, ich nehme ein Retro-Set mit rein, wo ich richtig Bock drauf habe. Es ist zwar noch nicht so alt, aber es passt einfach zu dieser schönen, besinnlichen Weihnachtszeit. Habe ich mir gesagt, ich schaue mir ein Creator-Expert-Modell an. Von 2015. Und es gibt ja jedes Jahr diese... Das Karussell. Ja, genau, das Karussell. Heute hast du wirklich einen Lauf. Da hab ich gedacht, wir haben so lange nicht miteinander gequatscht. Das musst du jetzt alles machen. Du bist ja 2,5 Wochen im Lego-Store Hannover angestanden oder Stunden oder was auch immer. Jedenfalls dachte ich, so ein Creator-Expert-Weihnachtszeit ist immer was. Wir haben das Elfenclubhaus dieses Jahr bekommen. Wir haben letztes Jahr das Lebkuchenhaus bekommen, davor die winterliche Feuerwache und so weiter und so fort. Und 2015 gab es einen Spielzeugladen. Ein Spielzeugladen! 898 Teile. Unverbindliche Preisempfehlung war 69,99 Euro.
Das ist ein Preis. Da die Setnummer hingeschrieben. Ja, davon träumen wir noch heute. Setnummer ist die 10249. Und das waren viel Teile für wenig Geld. Das Ding war teilweise für 10, 15 Euro weniger locker zu haben überall. Damals war Lego noch nicht so krass A-voll ole ole. Und ich bin wirklich neidisch auf jeden, der dieses Ding hat. Das hat 8 Minifiguren drin. Das ist das, was heute allein 8 Minifiguren kosten, gefühlt. Und wir haben viel Kleinkram mit bei. Ein Baum, eine Leiter, eine Bank, ein Spielzeug. Vielleicht irgendwo ein kleines Karussell in einem der Geschenke drin verpackt. Was sagst du denn dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Die Weihnachtssets haben mich leider viel zu spät mit in ihren Bann gezogen. Und jetzt renne ich gerade dem Dreifachen der UVP von damals hinterher, um zu versuchen, dieses Ding noch in UVP zu bekommen. Und es ist schwierig, das Ding noch in UVP zu bekommen. Aber es muss irgendwann in UVP hier landen, weil inzwischen bin ich da nicht mehr alleine hier im Haushalt, was die Weihnachtssets angeht. Die werden gefordert und ja, sollte ich mich dem ergeben? Nee, gerade beim Spielzeugladen und beim hier Santa's Workshop, das war glaube ich im Jahr davor oder 2 Jahre davor, das sind Sets, die, ja, wie man so schön sagt, das sind No-Brainer. Ja, wobei die Weihnachtssets damals sahen anders aus, als wir heute kennen. Ja. Es war noch ein freistehendes Gebäude, wo 1, 2, also wie viel Noppen breit ist es? Sind 2, 4, 6, sind 24 Noppen breit und 10 Noppen tief. Also das ist wirklich ein Gebäude, das hinten offen ist. Es ist nur eine Front mit einer Türe, mit Fenster. Dann ist noch so ein kleiner Baum mit bei, so ein extra Weihnachtsbaum, großer, wo eine große Leiter ist. Dann ist noch eine extra Platte mit bei, mit einer Bank und mit einem kleinen Tannenbäumchen und einer Laterne mit drauf. Wirklich alles so separat stehen, so ähnlich wie bei den heutigen City-Sets, die man so kaufen kann. So war das in dem Ding auch. Es war sogar ein Teiletrenner mit bei, ein Schneemann ist mit bei. Wie gesagt, Minifiguren, Ormas. Und es hat so viel Liebe im Detail, was für 2015 wirklich cool ist, weil da gab es noch nicht diese krassen Teile, die es heute gibt. Diese Wedges und Slopes, die wir heute haben und diese krassen Farben. Und auf eBay kostet so ein Ding neu, original verpackt, so eine Richtung zwischen 100 und 200 Euro, je nachdem, wie viel Glück oder Pech man hat. Also ich habe heute eins gesehen für 100 und eins für 200 und das für 100 hätte ich sofort einpacken können. Der Kamin ist schön gelöst, da ist ein riesen Kamin mit drin. Ich komme gleich auf die Rückseite zu sprechen. Und ein Lightbrick ist mit drin. Das ist so ein Set, du stellst unter einen Weihnachtsbaum und das sieht super aus für einen Weihnachtsbaum. Oder stellst auf ein Fenstersims, sieht da super aus. Das ist anders, wie das Lebkuchenhaus. Das ist ein schönes Hinstellset für Weihnachten. Ja, die ganze Reihe durch. Erklären, wie das Ding von innen ausschaut? Warte, kann ich. Ich muss nur einmal weiter scrollen. Ja, innen drin hat man oben, also man hat erstmal so ein kleines Türmchen und also so einen turmähnlichen Anbau und das normale Dach. In dem kleinen Türmchen hat man oben die Beleuchtung hintergeklemmt fürs Fenster mit einem kleinen, mit einer kleinen Kreuzstange und so einem Stopper. Keine Ahnung, ja, wie. Axtstopper. Genau, ein Axtstopper. Das ist halt der Lightbrick. Du redest von dem Lightbrick, der hängt da einfach schief hinten in der Pampa drin. Nicht verkleidet oder einen schönen Mechanismus wie beim Haunted House auf eine Fliese drücken. Der hängt da mittendrin schräg drin. Und er stört aber trotzdem nicht. Nee. Und ja, da hat man dann halt in diesem Obergeschoss so eine kleine Werkstatt drin. Im unteren Bereich ist dann der Spielzeugladen mit so einer kleinen, sag ich mal, kleinen netten Auswahl an Spielzeugen, einem Hubschrauber, einem kleinen Roboter im Schaufenster, eine Eisenbahn, eine rote, die sehr an den Hogwarts Express erinnert. Und halt den schönen offenen Kamin, der ohne Mauersteine, die es ja, ich glaube, damals aber auch schon gab, ist der trotzdem ohne diese Mauersteine durch schöne Steine gelöst worden mit der Technik, dass man einfach dann irgendwie so diese Headlight Bricks nutzt und eine Fliese mit dran macht und das Ganze so einem gemauerten alten Charme gibt. Obendrauf 2 Kaminrohre, keine Ahnung, wie genau der Fachbegriff dafür ist, aber es sieht einfach, es ist ein richtig stimmiges Set und mega geil. Also wir könnten einen ganzen Podcast nur über diese Wintersets machen. Ja. Das ist
jedes einzelne Set einmal vorstellen, das ist der Hammer. Also mit den Wintersets machen sie seit Jahren alles richtig. Richtig. Die haben ja auch einen großen Tannenbaum mit bei, wo ich gesagt habe, der Brick-Build ist und das ist noch ganz anders gebaut als die heutigen Tannenbäume. Das sind nicht diese Wedges, die einfach nur an vier Seiten dran gemacht werden, sondern das wirklich Schicht für Schicht für Schicht von unten nach oben immer verjüngend. Und dann sind halt noch zwei kleine Tannenbäume und zwei große Tannenbäume, diese Formteile mit bei, die auch extrem gut ausschauen. Der Spielzeugladen hat einfach Leben drin. Natürlich gibt es von Lego auch diesen kleinen Landspielzeugladen von Lego City, den kleinen Lego Store. Der kommt dem sehr nahe, finde ich, hat aber einfach noch mehr drin, auch noch ein paar versteckte Details unterm Dach. Der Lightbrick natürlich noch ein bisschen, der Kamin ist super. Und ich meine, wenn man das sich das anguckt, ist es nicht 70 Euro wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn du das für 55 gekriegt hast, war das ein No-Brainer. 0,0 nachdenken. Da sind Skier mit bei, ein Snowboard ist mit bei, Geschenke sind mit bei und fast jedes Set, das da mit bei ist, gab es später als Lego-Set. Da ist die kleine Rakete mit bei, es ist ein kleines gelbes Boot dabei, ein grüner Helikopter, dieser Hogwarts Express hast du gesagt und der Roboter sieht aus wie ein Mindstorms-Roboter. Das ist so viele Details drin. Und das Flugzeug, das kleine, sieht aus wie der rote Baron, den es ja auch mal gab. Stimmt, habe ich ganz vergessen, das Flugzeug, genau. Und die Das einzige, Miniatur. was noch fehlt, ist der Clown in der Box. Ja, aber dafür haben wir ja ein großes Buch und eine Geschenkekiste. Und ich möchte ganz kurz auf die Teile eingehen. Ich habe mir noch gedacht, das Set, warum kostet es 100 € bis 200 € gebraucht? Quatsch, neu. Warum kostet es so viel neu? Klar, das Set gibt es nicht mehr. Viele Leute wollen es haben, vervollständigen und so weiter und so fort. Aber ich habe auch Spaß an der Freude immer geschaut, was sind die teuren Teile? Ich meine, dich zu fragen, das wäre jetzt schwachsinnig. Du siehst die neuen Teile. Der Lightbrick kostet so um die 1,10 €. Der Türrahmen kostet 1,10 €, eine Harlequinsmütze von 1,06 €, ein kleiner Teddybär ist mit bei, eine Katze für 2 €, die Minifiguren kosten so zwischen 1,30 € und zwischen 4 €. Aber das mit Abstand teuerste Teil ist eine Leiter in Reddish Brown. 2,5 mal 16 ist die große, die kostet rund 7 € im Schnitt. Und das ist die große Feuerwehrleiter, die man von den Feuerwehrsets kennt, die gab es oft in Weiß, aber in Reddish Brown ist die sehr selten und die ist verdammt teuer. Das finde ich cool. Das heißt, ein Set verkauft ihr, also die Leitern von der anderen Kleinen ist auch noch dabei, verkauft die Leitern, habt ihr schon ein Sechstel vom Einkaufspreis weg. Ich würde dir die für 5 € verkaufen, die Leitern. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 im Keller. Brauche ich nicht, Dankeschön. Reißt du lieber deine OVP-Dinger auf für Dachsteine hier? Nein, nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Oh. Apropos, der Zug ist abgefahren, das ist eine super Möglichkeit, um jetzt mal Schluss zu machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Mitmachen lassen, das war wieder sehr gut. Dein Ja, hat viel Instagram-Profil haben wir Spaß vorhin schon gemacht. gespoilert. Lego-Travel-Trooper, immer coole Bilder. Und ich muss sagen, jetzt ist gleich Weihnachten. Und wir machen jetzt vor Weihnachten gerade die Folge und es wird vor Silvester wahrscheinlich keine Folge geben. Die nächste Folge kommt erst im neuen Jahr, wenn wir mit den GWPs, die wir nicht im Store kaufen können, uns ärgern, dass wir sie nicht erwischt haben, weil der Lego Store gesponnen hat um Mitternacht und Silvester, weil keiner was Besseres zu tun hatte, als einzukaufen. Und ich würde erstmal den Leuten frohe Weihnachten wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich funktioniert der Lego Store, wie sie wollen. Ja, von mir natürlich auch euch allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Ja, einfach ein schönes Weihnachtsfest im Rahmen der Familie, natürlich nach den Corona-Regeln, wie sie vorgeschrieben sind. Bleibt gesund und ja, auf ein neues, tolles Profi-Nerd-Podcast-Jahr nächstes Jahr. Genau. Und ich möchte mich auch noch bedanken bei den Gästen, die wir dabei hatten. Natürlich bei dir, lieber Dustin, beim Ben, der bestimmt zuhört, bei der Juliane, bei dem Thomas und bei allen, die ich gerade vergessen habe, weil ich das in aller Eile zusammengeschrieben habe heute. Es war echt cool und ihr seid natürlich auch wieder jederzeit eingeladen, noch mit mehr reinzukommen. Und Building Blocks for Happiness bietet auch noch die Möglichkeit mit Streams. Die Juliane war ja im Stream dabei am Montag. Und eine Sache muss ich noch loswerden. Für die harten Leute, die es bis zum Ende durchgehalten haben, wollt ihr einen Jahresrückblick haben von uns, eventuell mit dem Ben noch dazu oder der Juliane? Wollt ihr einen coolen Jahresrückblick, was unser Jahr 2020 war im Podcast-Format? Vielleicht auch noch ein bisschen Mandalorian mit drin oder andere Filme oder Serien, müssen wir mal gucken. Wenn ihr Bock drauf hat, schreibt es in die Kommentare auf YouTube oder in der Podcast-Folge unter profinerd.de. Würde mich mega freuen, was ihr davon denkt. Und denkt dran, es gibt Tassen zu kaufen. Hasen? Tassen! Achso, klang gerade kurz wie Hasen. Okay, Hasen erst zu Ostern. Was ist denn mit Hasi los? Gut. Ich glaube, das ist dann für heute auch genug. Ja, vielen Dank, Kevin. Es hat sehr viel Gleichfalls. Spaß gemacht, das Jahr Podcast mit dir. Auf ein weiteres und
frohe Weihnachten nochmals. Frohe Weihnachten. Natürlich auch an dich und an eure Familien. Macht's gut. In dem Sinne, tschüss. Ich wink mir hier gerade an ab. Tschüss.